Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim. Lesrak Haha, hat funktioniert ohne Absprache. Ja, wir haben uns ein bisschen neu gestylt. Von weiß auf schwarz bei Eukalypta und von. Ich hab's gar nicht im Kopf, was du letztes Mal anhattest. Auf Diese. jeden Fall hast du immer noch deine komischen Blinkeschuhe an. Ja, blinke, blinke, blinke. Ist wie die. Wie die Oh! Kinder in meiner Kindergruppe. Auch Oh, immer so das Blinkeschuhe. Was? Gebiet! Was denn? Wie denn? Wo denn? Das Gebiet hier, das ist auch im Szenario. Szenario? Ja, da wo man mit ein, zwei Mann, drei Mann oder vier Mann rein kann. Später. Ah ja, okay. Bericht senden. Tü. Also Erfahrungspunkte. die können wir eigentlich auch später machen, die Quests hier, die Story-Quests führt uns später hierher. Echt? Ja. Wir sollten Okay. jetzt zurück zum Sasquatch, finde ich. Können wir uns dahin teleportieren? Oh, gute Frage eigentlich. Man konnte sich hier porten. Ja! Ich hab. Tipp, 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 tipp. Sasquatch-Lichtung, ja. Perfekt. So, jetzt erstmal 3 Jahre warten wegen meinem Laden. Okay, Dam, das dam, ging dam, dam. schnell. Ja, ich bin jetzt auch schon wieder da. Ja. Ja. Doch, der Ledermantel ist echt cool. Ich finde, der ist schick. Du hast einen Ledermantel? Ja. Siehst du, hast du noch gar nicht bemerkt. Ich gucke nicht so auf die Klamotten von Frauen. Meisten Frauen Stell ich mir nackt vor. werden das zu schätzen wissen. Oder auch nicht. Nein, die meisten Frauen stelle ich mir nackt vor. Okay. Sind wir schon wieder auf diesem Niveau angelangt? Okay. Plünderer annehmen. Sieh es von der Seite. Wenn wir bei dem Niveau beginnen, kann es nicht sinken. Das ist so korrekt, ja. So, 225 Meter, wohin? Zur verlassenen Fabrik. Okay. Los, machen wir wieder einen auf Biker-Gang. Wir tragen beide Leder. Dim, 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 dim. Vor allen Dingen haben wir beide dasselbe Nummernschild. Ja. Auffällig. Das ist unser Gang-Symbol. Ach so. Na dann. Ach ja, hier gab es ja keinen Fallschaden. Da war ja was. Ja. Hier liegt ein Motorrad rum. Aufheben, mitnehmen, neues Mitglied. Nur das Motorrad so, hallo. Ja, natürlich an so einem Band hinterher schleifen. So. Wo fährst du jetzt eigentlich hin? Zu dem Weg. Ich fahre der Straße. Ich habe hier so Die ein. Nebenquest hier. Hier ist das doch. Ja, aber ich dachte, wir machen die Nebenquest schon, wenn Ist. sie auf dem Weg ist. Und hier ist. Wissen. Okay, Wissen, ja klar. Da kannst du nicht mehr klar denken. Aha. Hilfe! Was? Wie, wo, Hilfe? Was? Wo bist denn du? Ich Ich habe hier so einen verrotteten Bergarbeiter, den kommt jetzt mit zu dir. Ja, ich kümmere mich um alles, was du hinter dir her siehst. So, gut. Sag jetzt, du wirst eine Barriere haben. Hier, bitteschön. Oh, Wissen. Was? Hörte Das sie? habe ich doch gerade gesagt. Sie haben keine freie Sicht auf das Ziel. Ich sehe es vor mir. Das ist ein Totholzmörder. So, ich heile dich die ganze Zeit. Ich dachte schon, schön, warum heile ich mich nicht? Ja, ich eigentlich auch richtig so. Du brauchst gerade keine Heilung, ich schon. Ich brauche immer Heilung. So. Ja, der Mantel ist wirklich hübsch. So, wo hast du jetzt hier eine Nebenquest gesehen? Da Das Leben drüben wäre hast du schon die lange angenommen? vorbei. Rochi-Tablett oder Ja. was? Hast du die angenommen? Nö. Ich habe halt auf dich gewartet. Nö. Du bist der Boss. Echt? Natürlich bist du der Boss. Du bist eine Die Frau. Frauen sind immer der Boss. Frauen haben doch immer zwei Argumente, mit denen sie der Boss sind. Okay. Strange.
Ich habe letztens einen guten Witz über Frauen gelesen. Du kannst lesen? Sonst könnte ich dieses Spiel, glaube ich, kaum spielen. Ich fand den Witz jetzt gut. Vielleicht verletzend, vielleicht, aber ja. Ja, der sensible Lesrak, ich weiß. Was das betrifft, finde ich wirklich sehr, sehr sensibel. Achso, wir haben ja jetzt ja hier so eine komische Trommel. Ja. Bum, 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 bum. Uiu. Balu. Kennst du das noch? Nein. Ach, die guten alten Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, oder? Ja, das hast du geguckt, ne? Nein, eigentlich nie. Gott sei Dank. Eine Bekannte von mir wollte mich mal dazu bringen, dass ich das mal gucke. Sie hat gedacht, da gibt es sogar Nacktszenen und alles. Okay, deswegen... Sie wusste, wie sie mein Interesse weckt. Muss ich ihr lassen. Ja. Sie hat mich aber angelogen. Gab keine Nacktszenen. Ich weiß, ich habe das nie gesehen. Also, keine Ahnung, ich habe trotzdem nie gesehen. So, noch eine Welle, oder was? Ah ne, da kommt ein Golem. Wow, hallo, Golem. Hier, Eukalypta verpasst dem Lestrak einfach mal eine Barriere. Übrigens, irgendwie haben meine Eltern rausgekriegt, dass ich bei dem Rollenspiel-Livestream da mitmache. Aha, wie haben sie das denn geschafft? Keine Ahnung, hat vielleicht... Sie stalken dich. Keine Ahnung, vielleicht hat meine Mutter mal meine Facebook-Seite angeguckt. Da habe ich das ja gepostet. Und was haben sie gesagt? Sie wollten's mir... Kind, mach da nicht mit. Nein. Spiel nicht mit fremden Männern im Internet. Nein, sie wollten es mir aber verbieten. Echt? Ja, sie haben gesagt, das ist bestimmt illegal. Hast du dich da auch über alles rechtlich informiert? Oder nur berühmte Leute sollen ins Fernsehen? Oder irgendwie so ein Quatsch. So alte, wirklich absolut alte Leute Quatsch, weißt du? Die überhaupt... Illegal? Sollen da illegal sein? Keine Ahnung, die machen sich wegen allem möglichen Scheiß. Kein Mensch ist illegal. Ah, bei mir bin ich mir nicht so sicher. Jetzt haben wir auch schon politische Themen in unserem tollen Stream. Oh, bitte, bitte, keine Politik, da bin ich absolut. Ich würde Angela Merkel nicht wählen. Nicht? Genau. Okay, dann bist du einer der wenigen in Deutschland. Obwohl, ich weiß gar nicht. Würdest du sie wählen? Ich habe sie die letzten, wie oft ist sie jetzt schon wiedergewählt worden? Dreimal? Nicht gewählt, von daher würde ich sie wahrscheinlich auch nicht nochmal, auch dann nichts, jetzt auch nicht wieder wählen. Hast du eigentlich dieses im Internet gesehen, dieses, der Floyd fragt Merkel? Nee, ich habe nur im Radio davon gehört. Okay. Und was sagen die im Radio dazu? Ja, war nicht so der Brüller an. Natürlich nicht, sind eifersüchtig. Er wurde ja richtig zerrissen von den ganzen Reportern und so. Ja, er ist halt kein Journalist, ne? Nee, ist er nicht. Aber trotzdem haben die ihn so an den Scheffel gestellt, als wäre er einer. Ja. Seine Aussage war dazu, wäre einfach nur, naja, wenn man die Chance hat, den Endboss zu interviewen, dann macht man das. Da überlegt man nicht. Ey, wo ist denn hier dieses Ding hier? Dieser rote Kreis, wo wir hin... Achso, wir müssen hier wieder trommeln. Wo bei Altmetall? Also bei Metall. Warte, ja. B. Ey, wo läufst du hin? Da hinten ist doch Metall, du Sack. Nein, er hat Angst gekriegt, glaube ich. Sack. Er hat ein bisschen Angst. Er ist wie ein Chihuahua, nur in größer. Ja, du wolltest doch hier einen Chihuahua haben, oder nicht? Ja, ich wollte ihn Prinzessin nennen. Ja, was? Ich frag mich, wie man aus so einem Metallgolem Blut rausziehen kann. Um mal das Thema zu wechseln. vielleicht ist da ein Mensch eingequetscht drinne? Das ist eine sehr ulkige Vorstellung. Ich hab wenigstens eine Idee. Oh, man kann da Altmetall rausholen. Sehr interessant. Da hinten ist noch einer.
Ups, falsche Taste. Sag Bescheid, wenn du unter hier Unterstützung brauchst. Okay. Ja, gut, kriegst auch so Unterstützung, bitte. Dankeschön. Ding, 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 ding. Maschinenbediener. Also kreativ im Namen ausdenken von Monster waren sie ja schon ein bisschen. Ich weiß jetzt noch, als ich hier alleine war, weil ich bin nicht immer totgegangen, wenn ich hier reingegangen bin. Verfaulte Vorarbeiter mit einer Krone. Der könnte etwas härter werden. Komm, machen wir. Na gut. Oh, viele Zombies. Ja, ich heile mal von hinten. Ich versuch's zumindest. Guck mal, ob du das schaffst mit der Heilung da. Oh, glaube ich nicht. Oh, momentan sieht's ja noch ganz gut aus. Die Zombies sind schon alle weg. Fast alle. Natürlich mit so einem Epikeiler wie dich. Kriegt er eigentlich Schaden? Ich glaube, du bist tot. Ernsthaft? Wie kommst du darauf? Ich lauf gerade weg. Ja, also wie kommst du darauf, dass ich tot bin? Irgendwie stand das da in meinem Menü. Wow, der läuft mir noch hinterher, der Sack. Hier sind überall noch andere Gegner, das ist nicht so schön. Der hat keinerlei Schaden bekommen, nee. Tim, 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 tim. Ah, jetzt ist er weg. Nein, ist er nicht. Kommt nur von der anderen Seite. Zeig ihm die Krallen eines Koalas. Ja, die sind gar nicht so ungefährlich. Ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit Koalas aus, also. Mich haben die Tiere nie wirklich interessiert. Boah, da kommt er ja schon wieder. Was ist denn mit dem Viech los? Lass mich alleine. So, wir sind jetzt mal weg. Aber seitdem ich dich kenne, wollte ich irgendwann sogar mal in den Zoo mir mal Koalas angucken. Ah, da ist der Lesswacker wieder. Auf dich habe ich gewartet. Ja, ich weiß, das sagen sie alle. Und dann heißt es auf einmal, ja, ich habe deine Telefonnummer verloren. Das ist echt eine ziemlich miese Ausrede heutzutage. Ach, kennst du die schon? Nö. Die brauche ich nicht. Meine Telefonnummer ist meistens dieselbe wie die von meiner Freundin. Hast du kein Handy? Doch. Halt, Metall benutzen. So, also den Typen kriegen wir also nicht klein da hinten. Ah, anscheinend nicht. Nur weil du zu wenig Schaden machst. Ich habe gar keinen Schaden gemacht, ich habe dich die ganze Zeit geheilt. Das sah auch ganz gut aus, bis die ganzen Zombies alle weg waren. Danach ja, weil meine eigene Heilung weniger geworden ist. Ich mache ja für jeden, den ich mit dem Rauschangriff treffe, mir selber Heilung. Ach so, an mir lag's also. Wie geht's eigentlich deiner PlayStation? Also der PlayStation von der Arbeit. Ja, das ist meine. Ich habe sie nur für die Arbeit gekauft. Sie gehört mir. Der geht's ganz gut. Wie gesagt, ich habe da Until Dawn gespielt letztens. So als. Hast dich auch Film schön erschreckt? Hast schon durch? Habe ich schon durch. Ja. Ah, okay. Und hat sich überrascht das Ende? Wie viele sind bei dir gestorben? Zwei. Matt und die Tussi.
Matt und Chris sind gestorben. Chris? Ja. Ich hab's, hab einen Schuss versaut auf einen Wendigo. Ah, okay. Und von wem hättest du dir gewünscht, dass er stirbt? Emily? Ich glaube, jeder will, dass Emily stirbt. Und dann ist man trotzdem so, so schön. Konntest du Josh retten? Möchte sie retten und dann stirbt Matt. Ja, Josh ist auch ein Arsch. Ja, ich hab ihn verstanden. Er hatte Humor, ich fand die Idee richtig geil von ihm. Strange. Also mit Josh konnte ich mich wirklich identifizieren. Oh, hier ist wieder der große. Nein, nicht zu dem. Macht das eigentlich dieses Schild eigentlich Sinn auf deinem Charakter? Weil du hast doch einen Charakter, der eigentlich Damage ignoriert ganz viel, oder? Nein, ausweichend. Ja, und hier das, um das Schild richtig zu nutzen, müsstest du doch eigentlich getroffen werden. Ja, aber wenn ich mal getroffen werde, wird es ja zurückreflektiert. Ist also trotzdem nicht verkehrt. Weil wenn ich einem ausweichen würde, bräuchte ich keinen Heiler. Korrekt. Also gut, hier ist doch irgendwo noch so ein Typi gewesen. Oh, ein merkwürdiges, verseuchtes Wesen. Ja. Kontaminiertes Steinbruch. Carsten nennen wir ihn. Carsten? Carsten. Wie kommst du denn auf Carsten? Die Gilde, in der ich momentan bei Final Fantasy bin, die hat so ein, irgendwie, keine Ahnung, die macht immer so Carsten, so Scherz. Ich hab irgendeinen Witz steckt dahinter, den ich nicht kenne. Okay, gruselig. Oh, da ist ein. Ja, der hat auch eine Krone. Auch eine Krone, ja. Ja, aber der, den kann man schaden. Kann ich noch stunnen? Ja. Cool. Ja, hilft leider trotzdem nicht gegen bei seinem Skill. Hier ist ein Schild. Kommt das hilft. Dankeschön. Bitteschön. Wir haben Rüdiger besiegt. Okay, Carsten und Rüdiger. Ja. Jetzt Rüdiger. Oh, da ist Helga. Oh Gott. Was? Ich sag was. Das sind normale Namen. Für wen normal, ist die Frage. Für Menschen. Oder nicht? Ach, ja. Naja. Apropos Namen, obwohl ich niemals Kinder haben will, wüsste ich, wie ich sie nennen würde, wenn es durch einen Unfall dazu kommen würde. Aha. Durch einen Unfall? Ich glaube, wenn du ein Unfallkind kriegst, steht die Chance sehr hoch, dass du bei der Namensvergebung gar nicht mal gefragt wirst. Ach, ah, da ist er. Dem Sammler das Altmetall übergeben. Haben wir doch gerade, ne, oder? Ja, jetzt mehr Altmetall in der Nähe. Ich habe das immer noch nicht, dem Sammler das Altmetall übergeben. Hast du den angeklickt? Benutzen habe ich. Ich habe ihn benutzt. Das passt zu mir eigentlich. Ja, was stand da? Ja, ich glaube so ein. Ja, natürlich. Also ich glaube so ein bisschen färbig auf dich ab, kann das sein? Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Das weiß ich auch nicht. Das ist traurig an der Sache. Ich meine, mir ist ja auch noch klar, wie ich bin. Das ist das Schlimmste daran. Hat wenigstens mal ein Kumpel von mir gesagt. Nils, das Schlimmste ist nicht, dass du so bist, wie du bist, sondern dass dir es auch absolut bewusst ist. Oh, das Schild ist kurz bevor der seine Stampfattacke macht, weggegangen.
Nur noch 35 KP. Trommeln. Soll ich trommeln? Ja, mach okay. Bum, bum, bum. Uiu, Balu. Du kennst das echt nicht? Nein, sag mir gerade überhaupt nicht. Captain Balu? Ah, und seine Crew. Yeah. Ja, ich fand den Piratenchef so cool. Von den Luftpiraten, weißt du? Sagt mir gerade nichts, aber ja. Ach, oder meinst du jetzt das Dschungelbuch? Nee. Aber ich habe Captain Balu echt lange nicht mehr geguckt. War ich auch nicht mehr. Aber ja, dachte ich, ja, kenne ich. Müsste ich eigentlich mal wieder machen? Ja, jetzt, ja. Es kommt langsam, die Erinnerung kommt langsam ganz schwach wieder. Wir fallen jetzt auf Anhieb nur ca. 12 Folgen ein. Was? Das war noch TV-Unterhaltung. Nicht so ein Scheiß wie heute im TV und im Fernsehen. Teletubbies! Ich habe ja letztens hier, wie hieß der Kinofilm da hier, Fantastic Four, der ist scheiße. Ja, ist er auch. Der davor war besser. Also die Story ist halt. Warum müssen sie alle neuen Helden jetzt auf einmal zu Teenagern machen? Was für ein Sinn ist das? Ich weiß es nicht, aber es wird wohl irgendwas. Damit die Leute sich damit identifizieren können oder. Kannst du dich mit Teenagern identifizieren? Oh Gott, höchstens mit Dr. Doom. Der ist zu hässlich. Zugang in den letzten Bereich finden. Ja, der ist hier. Da müssen wir hier hochlaufen. Notbrett. Jetzt war schon ewig her, aber ich habe da noch grob was in Erinnerung. Dum, 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 dum. Stimmt, apropos Themen. Klassentreffen habe ich bald. Oh. Mal wieder. Wie erfährst du, dass Klassentreffen ist? Post. Aha. Okay. Ich weiß nicht, also ich habe noch nie ein Klassentreffen gehabt. Also es gab bestimmt irgendwelche, aber ich erfahre es, glaube ich, irgendwie. Wäre eigentlich mal ganz interessant, weil ich habe so überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten, die ich aus der Schule kannte. Ich leider schon. Also gar nicht. Also selbst zu meinen besten Freunden damals, das hat sich total gegeben, als ich studiert habe. Du hast studiert? Ja. Was denn? Theologie. Stimmt, hattest du erzählt, Theologie, okay. Ja, das wird ja studiert, hatte ich ganz vergessen. Das wird studiert, ja. Eine Karte benutzen, ja, benutzen wir die Karte. Zum östlichen Aufklärungspunkt gehen. Oh, hier ist ein Zombie. Klar, das ist der Kundschafter. Hat kein Herz mehr. Ich hab's ihm gerade rausgerissen. Nein! Ich finde, das Skill sieht optisch voll cool aus. Ich finde, das Schild, dieses Dornenschild, sieht kacke aus. So, was haben wir denn hier? Minus Heilwert. Man findet nie gute Heil-Items. Das ist zum Kotzen, ist das. Dum, 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 dum. Falsche Richtung. Warte mal. Plünderer. Ach so, wir müssten hier noch dem Sammler ein Signal geben. Krieg nochmal Trommeln, oder? Ja. Jetzt müssen wir den töten. Okay. Ach so, ich bin der Nahkämpfer. Da war was. Hier ist ein Schild. Danke. Kannst du bestimmt brauchen. Oh. Du hast schon wieder weggeknallt. Ja, ich bin halt so nett und benutze die Dinge, die du mir gibst. Wie 8 Samen von dir. Was haben wir denn hier gekriegt? Schon wieder minus Heilungswert. Minus Gesundheit. Plus kritische Treffer. Nee. Aber ich habe immer noch nicht die 5000 geknackt. Lebenspunkte. Ja.
Ja, jeder hat seine eigenen kleinen Ziele, oder nicht? Ja. Östlicher Aufklärungspunkt. Habe ich hier gerade was gepult? War mit Sicherheit, du pulst immer was. Ein beliebtes Geröll. Was lernt man denn eigentlich so zum Theologiestudium? Wie, was lernt man da? Einfach nur die Bibel auswendig, oder? Zum Teil. Also nicht auswendig. Psalm 23. Ja, der Herr ist mein Hirte. Ernsthaft jetzt? Ja. Daher kannte ich's, okay. Das musste ich, glaube ich, mal auswendig lernen. Bestimmt im Konfirmandenunterricht. Ja. Ja. Ich habe den gehasst. Warum? Ist doch ein schöner Psalm. Nein, ich meinte den Konfirmandenunterricht. Oh. Ich hoffe, meine Konfirmanden hassen den nicht. Hier ist ein Runenstein. Aber warte mal kurz. Da machst du, da hilfst du also auch mit bei den Konfirmanden, oder wie? Ja. Hast du das bald mal wieder, so eine Konfirmandenfahrt? Die sowas gibt's doch bald aus. Ah, okay. Meine Freundin hatte dieses Wochenende. Okay. Hast du sie auch beim Studium kennengelernt? Ja. Oh. Gibt es jetzt auch eine romantische Geschichte? Ich weiß nicht, ob die romantisch ist. Ich glaube eher weniger. Ja. Okay, solche Geschichten kommen einem selber wahrscheinlich nie romantisch vor. Ja. Ah, an meine Konfirmandenfahrt erinnere ich mich auch noch. Habe ich gehasst. Warum? Hä? Warum? Was hat die Konfirmandenfahrt dir getan? Ich wurde dort gemobbt von den anderen. Ach so. Nein, drin. Und den Betreuern, sag ich mal, war das eher egal. Das ist schlecht. Also ich glaube, ich kann mal ein bisschen nachvollziehen, dass ich sie gehasst habe. Ja. Der Musiktyp war aber gut. Der Musiktyp? Ja, die Lieder singen da mit uns und sowas. Okay. Den habe ich gemocht. Aber der hat auch nur manchmal Witze über mich gemacht. Ja, ich versuche alles mit Humor zu sehen. Yeah, KP, nur noch 30. So, Bedrohungslager im südlichen Aufklärungspunkt. Ist jetzt mal gut hier. Die müssen wir sowieso töten. Müssen wir? Ja, steht. Ja, wir haben doch schon eins von drei. Weil wir den getötet haben, nein. Ach so. Wie war das Lied nochmal, das ich immer so gemocht habe? Ich glaube, man sagt, er war ein Zauberer oder ähnlich hieß das. Gammler. Ah ja, oder ein Gammler, ja. Ja, das habe ich gemocht, das Lied. Ja, das muss ich mal raussuchen, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Du kannst das? Hm? Also Gitarre spielen? Ja. Ich spiele Gitarre, Bass und Schlagzeug. Okay. Ich konnte nur mal ein wenig Klavier spielen. Ich kann nur keine Noten lesen. Wie... Wie machst du das dann? Nach Gefühl. Aus dem Kopf. Okay. Also bist du sowas wie so ein musikalisches Genie? Nein. Boah, ist das ein fieses Vieh hier. Und
der Lestrak muss wieder geheilt werden, hab ich gehört. Ach. Heilung wird überbewertet. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wie alt war ich damals eigentlich? Also Konfirmation. 14 wahrscheinlich. 13 oder 14 meistens. Ja, kann sein. Das ist ewig her, ich weiß nicht mehr. Ich weiß, da war aber die eine Konfirmationsunterricht, die ich richtig süß fand. Aber da war ich noch schüchtern. Ich weiß, kann man sich kaum vorstellen bei mir. In der Tat. Mein Inventar ist voll. Das ist ja schlimm. Müssen wir direkt mal Platz schaffen hier. Oder Inventar größer kaufen. Ja, können wir hier mal machen. Ist das teurer geworden? Oh, weiß ich nicht. Waffenwerkzeugsatz. Ja, dann kann ich das ja jetzt einsammeln hier. Zack. Okay, ich habe mich jetzt pleite gemacht, also mit dem Inventar weiter. Ich habe jetzt 130 Platz. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort für diese Folge heute. 130 Platz? Okay. 130 Platz, Leute. Okay. Ja, beim nächsten Mal seht ihr dann, was es am nordwestlichen Aufklärungspunkt. Aufklärungspunkt. Ich kann nicht mehr sprechen. Aufklärungspunkt. Ja, am nordwestlichen Aufklärungspunkt geht. Weil dann werden wir uns dahin begeben. Bis dahin würde ich sagen, have fun, euer Koali und euer Lestraktag. Tschüss. Tschüss.